Ja, dann seid herzlich willkommen zum Meeting. Versteht ihr mich? Das Thema heißt Hingabe, die über dich hinausgeht. Oder über ich hinausgeht. Eigentlich gibt es nur Hingabe, aber niemand, der sich hingeben kann. Und das Leben selber ist Hingabe. Und zwar genau das, was im Moment ist, was einfach so wie es ist, jetzt im Moment, gibt sich das Leben immer selber hin. Es kann sich ja gar nicht ausweichen. Es kann gar nicht weg von sich, weil es nur dieses gibt, was ist. Und so ist das Leben sich immer selber ausgeliefert. Es ist immer genau so, wie es ist. Und es kann nicht anders sein. Es ist genau so, wie wir jetzt gerade auch hier, wie es hier ist, dass hier sitzen ist, dass hier Worte gesprochen werden, Worte werden gehört. Der Körper sitzt. Da geschieht Atmen. Das ist die Hingabe, die bereits geschieht, die in jedem Moment von selber geschieht. Also das macht niemand. Da gibt es einfach niemand, der das tut und der das beeinflussen kann, sondern es ist einfach ein Geschehen, das stattfindet. Und da gibt es auch so ein Empfinden und Gedanken, die scheinen oder die geben uns das Gefühl, dass ich das tue. Also, dass ich hierher komme, dass ich Erfahrungen mache, dass ich Begegnungen habe, dass ich fühle, dass ich denke, dass es meine Gedanken sind, meine Worte, die gesprochen werden. Und dieses Empfinden, dass ich das tue, das taucht auch einfach nur in dem Moment auf, wo es eben auftaucht. Aber es geschieht niemandem. Es ist einfach nur jetzt gerade ein Empfinden oder eben der Gedanke, ich tue das. Aber wenn wir da genauer hinschauen, dann können wir feststellen, eigentlich kann das gerade nur als Gedanke auftauchen und auch als Empfindung. Und diese Empfindung, die erleben wir auch meistens im Körper mit, dass es irgendwie sich enger anfühlt oder dass wir eben glauben, ich bin dieser Körper, ich mache diese Bewegung. Also sind es auch meine Gedanken, die ich denke, weil wir dann immer von hier, von mir ausgehen, von ich. Und in Wirklichkeit geschieht einfach, geschieht alles, wie es eben gerade geschieht. Also da gibt es niemanden, dem dieses Geschehen gehört, von dem das ausgeht. Da gibt es keinen Mittelpunkt, von wo diese Taten oder Worte ausgehen, sondern die geschehen einfach. Lose. Also zusammenhanglos und mit. Eben ohne Zentrum, ohne
dass es irgendwo im Mittelpunkt ankommt, bei ich, sondern es taucht einfach auf im Moment. Und wenn das, wenn das gesehen wird, aber auch nicht von irgendjemandem, sondern einfach, das ist so ein, ah, genau so ist das, es ist völlig frei, das taucht einfach nur auf, dann ist das so eine Weite. Dann ist das im Gegensatz zu, ich mache das, was eben eher so eng ist und zusammengezogen, ist es dann weit, weil es einfach im Moment auftaucht. Das hat gar nichts mit mir zu tun und auch nichts mit dir zu tun. Es taucht einfach nur auf. Also Worte, Handlungen, Empfindungen. Und diese Weite, die gestattet, dass darin eben auch Enge auftaucht und dass darin dieses Empfinden auftaucht, ja, ich tue das. Ich bin doch der Handelnde und ich habe mich entschieden, hierher zu kommen, zu diesem Festival, oder? Dass ich mich entschieden habe für diese Arbeit oder für jene Arbeit. So scheint es tatsächlich, gell? Dass ich mich dazu entscheide, jetzt zu trinken. So scheint es, als würde ich das tun. Und in Wirklichkeit passiert es einfach, dass die Hand jetzt dahin geht und dass dann getrunken wird. Und dass da Worte kommen oder vielleicht auch gar keine Worte. Also ich habe da einfach keine Garantie und du hast auch keine Garantie dafür, dass Worte kommen und welche Worte da kommen. Und es scheint, als wären wir klar, klar weiß ich, was ich sage und klar weiß ich nachher, was ich dann tue. So scheint es, dass irgendwie alles schon abgestimmt ist und klar ist. Aber wenn wir das mal überprüfen und genauer hinschauen, dann können wir immer wieder feststellen, dass gar nichts klar ist. Wir wissen gar nichts. Und dieses Nichtwissen, das ist so schön, weil dann dieses Kümmern wegfällt, diese Sorgen fallen weg. Eben wieder dieser Bezug, mein Gott, ich muss es machen. Ich habe gestern eine Frau in der Praxis gehabt, die hat mir eine Geschichte erzählt, das war von Anfang bis Ende, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, einfach nur ganz, ganz viele Probleme. Und das, es war so klar, mein Gott, wer will da was machen? Wer möchte diese Probleme lösen? Wer möchte da was ändern? Es war so klar zu sehen, da gibt es einfach niemanden, der das tut. Niemand, dem diese Geschichte gehört und noch nicht mal jemand, dem dieses Leben gehört. Also, dass es gar nicht ihr Leben ist. Und auch nicht, sie hat zwei Kinder, dass es nicht, dass sie die Verantwortung trägt für das Leben der Kinder. Obwohl sie die Mama ist. Und als Mama liebt man die Kinder. Und trotzdem zu sehen, da ist etwas Größeres, was darüber hinausgeht. Über dieses, ich bin verantwortlich für meine Kinder. Und ich bin verantwortlich, dass die eine gute Ausbildung machen oder einen Freund haben, der nett mit meiner Tochter umgeht. Und das tut er aber nicht. Alles funktioniert nicht. Nichts funktioniert. Auch der Körper funktioniert nicht. Nichts. Und zu sehen, es ist nicht mein Leben und es ist nicht meine Verantwortung und es ist nicht meine Schuld, dass es so ist. Die Frau hat sich so schuldig gefühlt, weil sie wollte den Kindern eine Familie bieten. Die wollte sich selber auch eine Familie bieten und einfach was Gutes, dass aus den Kindern etwas wird. Und sie hat gesagt, sie hat versagt. Sie fühlt sich so schuldig.
Aber irgendwie ist es schon wieder Gnade, weil es so viel ist, so heftig, diese Geschichte, dass sie so offen war und bereit war, hinzuhören. Also zu hören, dass es da noch was anderes gibt. Etwas, was über dieses Ich hinausgeht, über mich hinausgeht. Das heißt, über dieses Denken, was wir so gewohnt sind. Dass da etwas über das hinausgeht, was wir gewohnt sind, wie wir uns denken und sehen. Versuch mal, dich zu finden. Versuch mal, jetzt gerade im Moment dich zu finden. Und wenn dir vielleicht der Körper, weil der jetzt einfach naheliegend ist, der Körper anzuschauen, dann ist der Körper nur ein Körper. Also ich kann nicht sagen, ich bin der Körper, weil der Körper ist einfach ein Organismus, da ist eine Materie da, die funktioniert, bei manchen auch nicht gut funktioniert, die Bewegungen schafft, die da ist, dass der Atem fließen kann, dass wir uns begegnen können, aber ich kann nicht sagen, dass ich der Körper bin. Und dann könnte ich vielleicht sagen, okay, ich habe einen Vater, ich habe eine Mutter oder ich habe einen Partner oder vielleicht habt ihr Kinder. Dann könnte ich sagen, okay, ich bin da eingebettet, ich bin die Tochter von dem und dem oder ich bin das Kind oder das Geschwister von dem und dem. Dann gibt es uns auch wieder so einen Zusammenhang oder es bildet so ein Netz, wo wir glauben, ja, das bin ich, da gehöre ich hin oder da komme ich her. Aber wenn wir für einen Moment nicht an unsere Familie denken, nicht an unseren Partner oder Partnerin, nicht an die Eltern, nicht an die Geschwister, dann müssten wir uns ehrlich eingestehen, da ist gar niemand. Also ich könnte jetzt gerade nicht sagen, ich gehöre zu dem und dem, weil da ist doch gar niemand. Also kann ich das gerade nur denken. Ich kann gerade nur denken, aber ich kann gerade nicht sagen, ich bin die Tochter von dem und dem, weil wo ist derjenige und wo ist diejenige? Und wenn ich glaube, ja gut, ich habe die und die Arbeit, ich arbeite dort und dort, da kennen mich die Menschen, also bin ich doch die Person. Aber wo ist die Arbeit jetzt gerade im Moment? Versteht ihr, wir beziehen uns immer auf etwas oder jemanden. Da wird immer ein Bezug geschaffen. Und diesen Bezug schaffe ich nur gedanklich und auch emotional. Und damit entsteht quasi wie so eine Kontraktion, wie so ein Zusammenziehen, wo ich dann sagen kann, das bin ich. Und dann tue ich es auf den Körper beziehen und dann ist irgendwie klar, das bin ich. Und dann weiß ich, wo ich hingehöre. Aber eine Minute nicht aufgepasst, weiß ich nicht, wer ich bin. Kann einmal nicht denken, weiß ich nichts über mich. Ich könnte mich einfach vergessen. Und das könnte an jedem Moment passieren, dass du dich vergisst. Stell dir vor, du würdest dich einfach vergessen. Du würdest dich vergessen oder du würdest vergessen, dich um dich zu kümmern. Dass du dich sorgst um dich. Wir sind ja immer bemüht, uns es recht zu machen. Nicht nur den anderen recht zu machen, sondern es beginnt ja immer mit uns. Wir machen es uns recht.
oder wir wollen es uns recht machen. Und wenn wir das nicht schaffen, dann sind wir sauer mit uns. Und dann haben wir immer solche Selbstvorwürfe und so Urteile. Wir verurteilen uns dafür. Das kriegen wir noch nicht mal mit, dass wir uns verurteilen. Aber das läuft ständig hier ab. Ich kriege das mit, wenn ich mit Menschen spreche. Und wenn man da genauer hinguckt, dann kriegen die das auch mit, dass da ständig Urteile da sind, Wertungen da sind, dass wir einfach nie richtig sind, wie wir sind. Wir machen es nie recht. Und wenn du dich da einfach vergessen würdest, dass du es dir recht machen musst und dass da jemand wäre, weil in Wirklichkeit ist da ja niemand und du musst dir jetzt immer einreden und so tun, als wäre da doch jemand. Und wenn du das für einen Moment vergessen würdest, dann wäre einfach gerade sitzen. Und vielleicht wird gesprochen oder nicht gesprochen. Vielleicht findet eine Bewegung statt oder nicht. Und dann glauben viele, oh Gott, dann hört das Leben auf. Dann, was passiert dann mit mir? Gar nichts passiert. Im Gegenteil, das Leben geschieht schon immer. Das geschieht ja schon immer ohne mich. Nicht erst, wenn das wegfällt, sondern schon immer, weil da kann ja nichts wegfallen, gell? Da ist ja niemand. Das ist verrückt. Das ist einfach verrückt. Also, im Prinzip ist da ja gar nichts anderes, wie das Leben geschieht, wie es eben geschieht. Zähne putzen morgens, ausschlafen oder nicht ausschlafen, aufstehen und Stress, wenn man spät dran ist und sich anziehen, unter Dusche stehen, bla bla, das geschieht alles. Und das geschieht, ob ich das denke, dass ich jetzt Zähne putzen muss, oder ob ich das nicht denke. Das geschieht auch ohne, dass ich das denke. Es könnte passieren, dass ihr vergessen habt zu denken, dass ihr hier seid. Habt ihr es gerade dauernd gedacht, dass ihr hier seid? Gell nicht? Und wir sind trotzdem hier. Da ist trotzdem irgendwie hier so ein Dasein. Und wir denken es nicht dauernd. Wir reagieren automatisch. Wenn jemand unseren Namen ruft, reagieren wir darauf. Ohne, dass wir darüber was wissen. Und doch haben wir aber eine riesige Geschichte dazu gelernt, gell? Und wissen, was dieser Name bedeutet. Wir wissen das ganz genau, was da alles dazugehört. Zu dieser Geschichte, zu diesem Namen. Und wenn diese Geschichte wegfällt, können trotzdem einfach so ein Reagieren darauf sein, auf diesen Namen. Einfach so, ohne dass da jemand ist, der das weiß, wie derjenige heißt, wie der Körper heißt. Also all das geschieht von selber. Und wenn das tatsächlich irgendwie klar ist, dass es geschieht, das ist ja niemandem klar, aber es ist ein Klarsein. Wie soll das klar sein, wenn da niemand ist? Und trotzdem ist es total klar, aber das weiß niemand, dass da niemand ist. Und trotzdem ist es total klar, dann ist es so eine Entspannung, so ein entspanntes Dasein, weil dieses Kümmern wegfällt, weil diese Schuldgefühle wegfallen. Gell, wie ich vorhin von dieser Frau erzählt habe, ich hätte den Kindern eine Familie bieten müssen, ich hätte denen eine Sicherheit bieten wollen und ich habe es nicht hingekriegt. Ich wollte eine Partnerschaft und die hat wieder nicht funktioniert. Dann wird einfach dieses Schuldgefühl
wegfallen, das wäre gar nicht da, weil der Bezug nicht da wäre. Und dann wäre klar, dass es einfach so ist, wie es ist. Beziehung oder Nicht-Beziehung. Und selbst wenn ich sage Beziehung oder Nicht-Beziehung, letztendlich ist sogar darüber zu viel gesagt, Beziehung oder Nicht-Beziehung, sondern einfach nur sein. Einfach nur da sein. Wenn ich jetzt sage Beziehung, klar, das ist die Geschichte und da wissen wir schon wieder was über Beziehung. Beziehung haben ist vielleicht schöner, wie keine Beziehung haben, und der andere denkt, keine Beziehung haben ist viel schöner, weil dann bin ich frei, wie eine Beziehung haben. Da gibt es schon wieder diese ganz vielen Konstrukte und Geschichten darüber. Und in Wirklichkeit ist es einfach nur ein entspanntes Dasein. Diese Hingabe des Lebens an sich selbst, in jedem Moment. Es kann nicht weggehen von sich. Und deshalb kann es sich auch nicht selber, klar, es kann sich selber hingeben als das, was es ist. Und ich finde, dann ist Hingabe auch zu viel gesagt. Es ist einfach. Weil so scheint es, als wäre da etwas, was sich selber hingibt. In Wirklichkeit ist einfach nur hier, das. Und das Schöne ist, wir sprechen hier über etwas, was wir nicht begreifen können und auch nicht müssen. Das hat auch mit Entspannung zu tun. Wenn wir das alles gerade hier gar nicht verstehen, weil ich verstehe es auch nicht, ich komme da gar nicht mit, was da gesprochen wird. Und es ist so egal, weil der das verstehen wollte, der steht da immer, was hat sie gesagt, da ist niemand. Und der jemand versucht dann, was, ich bin niemand? Und jetzt stell dir mal vor, du bist niemand, wie soll denn das gehen? Weil das ist alles so. Also eigentlich sind wir jetzt hier in Karlsruhe? So, einfach nur so. Weil wir anscheinend nichts anderes zu tun haben. Also, da ist einfach niemand, der dann irgendwie dem näher kommt. Der dann spiritueller wird und irgendwann frei sein wird und erleuchtet sein wird, sondern wenn es nur das gibt, was ist, dann ist das da, dann ist es schon hier. Und ob da irgendjemand was versteht oder nicht, das interessiert auch niemand. Denjenigen, also diesen Verstand, der natürlich verstehen will, das interessiert ihn sehr wohl. Und der könnte auch echt beleidigt, also sich beleidigt fühlen, wenn wir so drüber reden, weil der versucht ja mitzukommen und der versucht ja was zu verstehen. Muss er aber nicht. Ich finde einfach, das ist so eine frohe Botschaft. Das erinnert mich an meine frohe Botschaft. Oh Gott.
Pfingsten. Genau. Habe ich auch vergessen. Dass uns nichts fehlt, dass wir nicht irgendwo hinkommen müssen und dass andere bevorzugt sind und die anderen sind benachteiligt. Dass es da ein besser oder ein schlechter gibt. Oder die vielleicht Geld haben oder intellektuell besser dran sind, dass die da irgendwie näher dran sein können. Oder das eher erreichen können. Es ist bereits alles hier, in vollem Ausmaße. Und ich spreche nicht von schönen Gefühlen. Ich spreche nicht, wenn wir hier sitzen und eben nicht im Stau sind oder wenn wir hier keine Probleme haben, weil irgendwie, genau, jeder hat einen Stuhl und irgendwie geht es uns gerade nicht schlecht, sondern ich spreche von jedem Moment, von jeder Situation, die da erlebt wird, wie sich das Leben eben zeigt in jedem Moment. Dass der eine im Stau steht und der andere wird von hinten angefahren und da wird das Kind, das ist krank, das hat einen epileptischen Anfall und der andere verliert gerade seinen Job. Davon spreche ich. Und ich spreche davon, dass es da etwas gibt, was über dich hinausgeht. Das heißt, über das, was du darüber weißt. Arbeit verlieren. Oder Krankheit, eine Behinderung haben. Darüber wissen wir etwas. Und es ist schlimm, wenn wir es sehen mit dem Verstand und mit diesen Augen. Also das heißt einfach, wenn wir es als Ich erleben, ist es schlimm. Da wissen wir etwas darüber. Und da gibt es sehr wohl einen besseren Zustand wie dieser dann, den ich gerade gesagt habe. Und nochmal zurückzukommen auf diese frohe Botschaft, dass wir sehen können und erleben können, dass es schon immer das ist, was ist und dass es gut ist. Also gut, mein Gott, gut, das stimmt gar nicht. Es ist einfach, es geht über dieses Gut oder über diese Bewertung hinaus, dass so ein tiefes Einverstandensein da ist, so eine Hingabe an diesen Moment, dass es jegliches Wissen sprengt. Es erfordert keine Hingabe, dass du dich hingibst. Vergiss es, du kannst es niemals. Also dieses scheinbare Ich, was wir dann immer wieder vielleicht erleben, zu glauben, ich bin das, dann versuchen wir uns dem hinzugeben. Das geht nicht. Bis zu einem gewissen Punkt können wir schon üben, Ja zu sagen, okay, ich bin einverstanden. Bis zu einem gewissen Punkt geht es. Aber es ist tatsächlich immer eingeschränkt, dieses Ich. Mir irgendwie kriege im Moment, es ist einfach nicht wirklich frei. Es ist so bedingt. Und ich spreche von dem, dass diese Hingabe, dieses Einverstandensein schon hier ist. Ich finde, mehr geht nicht. Dass wir es wirklich nicht tun müssen. Wir müssen uns nicht hingeben. Die Hingabe ist in jedem Moment bereits geschehen. Die ist hier gerade in vollem Ausmaße, weil hier ist gerade ein Dasein. Hier sind Worte, hier werden Worte gesprochen, Worte werden gehört.
Und da ist etwas, was da durchgeht. Das ist es hier, jetzt gerade im Moment. Da ist niemand, der das tut. Da ist auch niemand, der hier hereingekommen ist, sondern das ist einfach nur diese Hingabe ist geschehen an das, was hier ist und auch nachher. Weil so wie es ist, ist es doch. Deshalb ist es schon da, schon hingegeben. Und versuch's nicht zu verstehen. Versuch gar nicht da mitzukommen, sondern vielleicht nur einfach nur so ein Zulassen von dem, was da hier geschieht, was über diese Worte hinausgeht. In Berührung kommen mit etwas Unbegreiflichem. Mitzukriegen, dass ich nichts tun kann, dass es nicht in meiner Hand liegt, was auch immer geschieht. Mitzukriegen, dass etwas Größeres und Weiteres hier ist, was das Leben selber ist. Und dann wird es so stimmig, weil, mit stimmig meine ich, weil du weißt, so ist es richtig. Dann bist du in Übereinstimmung mit dem, weil es so ist, wie es ist. Und nicht, dass du glaubst, du musst es hinkriegen, du musst es verändern, du musst von A nach B kommen und du musst schon wissen, wie es morgen weitergeht und wo du morgen sein wirst, sondern wenn du so hilflos sein darfst und wenn das Leben so durch dich geschehen darf und du musst es gar nicht wissen. Das ist so ein Verliebtsein, so ein, du willst nichts anderes mehr als das, was einfach ist. Und im Gegensatz dazu, wenn ich glaube, ich muss es hinkriegen, wenn ich wirklich glaube, ich bin der Handelnde, der das Leben lenkt und der dafür verantwortlich ist, dann bin ich völlig überfordert. Und das sind wir alle. Wir sind so am Anschlag, wir haben solche Gewichte auf den Schultern, weil wir immer glauben,
ich muss wissen, was richtig ist. Und dann beginnen wir vorauszudenken. Ich muss ja immer vorausdenken und wissen, wie wird es morgen sein, werden die Kinder eine gute Ausbildung kriegen. Also muss ich doch jetzt schon wissen, wo die am besten hingehen, was die am besten erlernen. Ich muss um meine Zukunft muss ich mich kümmern. Mir fällt gerade ein, Rente. Gestern habe ich irgendwie im Fernseher kurz dieses Thema noch angehört über die Rente. Und wir kriegen es immer mit, dass es nicht funktioniert. Dass wir es nicht wissen können. Und dass wir uns nicht darauf verlassen können, was morgen sein wird und in 10 oder 20 Jahren. Und dann fangen wir an, noch mehr zu kämpfen und noch mehr dagegen zu gehen. Und dann zieht sich alles zusammen, der Körper ist verkrampft und wir kämpfen, wir strengen uns an. Und dann kriegen die Menschen Burnout. Die kriegen es nicht nur, weil sie viel arbeiten, sondern einfach, weil die im Anschlag sind, weil wir glauben, ich muss es machen. Und dann finde ich noch das Beste, wenn irgendjemand depressiv wird und einfach mal sagt, ich kann nicht mehr. Ich stehe an der Wand, ich kann nicht mehr. Ich sehe da keinen Weg mehr. Wie nah der dran ist an diesem Aufgeben, an dieser Erlösung, an dieser Hingabe. Wenn er depressiv sein dürfte, darf er aber nicht. Der muss sofort wieder in die Pötte kommen und muss wieder positiv denken und an sich arbeiten. Also vielleicht, wenn solche schwierigen Momente auftauchen, vielleicht taucht manchmal auch sowas auf wie so ein Okay, was nicht du machen musst. Das kannst du nicht machen, aber vielleicht geschieht es einfach so ein Okay. Es ist gerade so. Wie so ein Reinfallen in den Moment. Nicht, dass du dich bemühen musst, davon spreche ich nicht, sondern einfach, dass es da sowas gibt. So eine Weite, so eine Offenheit. Die alles zulässt, wirklich alles. Jede Begrenzung, jedes schlechte Gefühl. Jeder negative Gedanke. Und diese Weite, diese Offenheit hat kein Problem damit. Dir fragen. Ich spreche so viel. Ich bin einfach so beglückt, hier sein zu dürfen, zu sein und zu hören zu dürfen, was da gesprochen wird. Es ist so eine Liebe im Bewusstsein da, es ist so schön.
Und dann tauchen vielleicht Gedanken auf. Vielleicht tauchen irgendwelche Empfindungen auf. Und so ist es. Kommt es. Die sind vielleicht unangenehm. Und da muss ja schon was da sein, was dem erlaubt, dass Gedanken überhaupt auftauchen können. Dass Empfindungen wahrgenommen werden können. Oder Gefühle, Emotionen, starke Emotionen. Da muss ja schon was da sein, was das Ganze irgendwie hier sein lässt. Wir müssen ja nicht diese Gedanken produzieren oder Gefühle produzieren, sondern die geschehen doch einfach. Wir müssen uns gar nicht drum kümmern und wir müssen uns auch nicht kümmern, dass die dann weggehen. Also die tauchen auf, gell? Ihr könnt gerade nichts dafür, wenn da was auftaucht. Das kommt dann einfach. Und dann taucht es irgendwann wieder ab. Und kommt vielleicht gleich wieder. Oder auch nicht mehr. Aber wir müssen uns nicht um diese Gedanken, um all das, was da auftaucht, kümmern. Also der darf ruhig da oben reden und Zeug daher reden und Geschichten erzählen. Das macht nichts. Also ich habe interessanterweise seit Anfang Jahr Rückenweh. Ich habe sonst nie etwas so mehr Körper. Und jetzt, also ich bemerke das, dass ich Rückenweh habe und es schränkt mich natürlich ein. Ja. Und ich unternehme aber nicht gerade viel. Mhm. Und komme dann schon ins Denken, ja, sollte ich jetzt nicht? Ja. Soll ich das jetzt einfach nehmen und annehmen und damit sein? Oder verpasse ich jetzt den Moment, wo ich doch etwas machen sollte? Ja. Das ist noch so, weil grundsätzlich könnte ich sein. Du bist schon. Ja, also ich meine, du bist schon. Ich bin schon, genau. Ja. Aber schau nochmal genau hin, wenn du sagst, ich könnte sein, dann ist da eine Unterscheidung, dann scheint es, wie wenn du jetzt nicht sein könntest mit Rückenschmerzen. Oder dürfte. Oder dürftest. Mhm. Ja. Mhm. Hast du das Gefühl, du müsstest die Rückenschmerzen aushalten? Ja, nee. Also, es spielt keine Rolle, wie damit umgegangen wird. Weißt du, wenn du das Gefühl hast, oh, die tun sehr weh, ich muss jetzt zum Arzt gehen oder ich brauche eine Tablette oder ich möchte mich massieren lassen oder ich möchte mich körperlich behandeln lassen, dann ist es das, was im Moment ist. Das Sein ist alles. Manchmal glauben wir eben, wenn Schmerzen auftauchen, dann würde es heißen, ich muss irgendwie still damit bleiben und damit einverstanden sein. Schmerzen ist das, was im Moment auftaucht. Und wenn auftaucht der Impuls, ich lasse mich behandeln, ist es auch das, was auftaucht. Es gibt nur Sein. Sein ist der, der behandelt. Sein ist der, der behandelt wird. All das ist Sein. Deshalb, da gibt es einfach nichts Falsches. Das darf sich einfach so ausdrücken, wie es sich ausdrückt. Und dann bist du schon immer.
Nicht, wenn die Schmerzen dann weg sind. Oder weil du sie ausgehalten hast, dass dann irgendwas dabei rauskommt. Sondern so wie es ist. Und es tut weh. Rückenschmerzen, eben, die schränken ein. So ist es. In der Geschichte, also der Körper ist dann eingeschränkt und es tut weh. Und dann gibt es etwas Größeres, was das zulässt, was diese Schmerzen zulässt. Diese Weite, die auch diesen Körper zulässt. Und dieses Empfinden von Schmerz. Und diese Weite, diese Offenheit für diesen Schmerz, die hat kein Problem mit diesem Schmerz. Aber trotzdem wird der Schmerz als Schmerz empfunden. Aber diese Offenheit, die weiß nichts über Schmerz. Die hat ja keine Geschichte. Offenheit ist einfach nur offen. Und in der Offenheit taucht Körper auf, taucht Schmerz auf. Und dann kommt der Verstand und sagt, okay, Schmerz geht gar nicht. Der muss weg. Oder der sagt, das hat mit irgendeiner Geschichte zu tun. Oder mit dem früheren Leben. Oder der sagt, wenn du ihn aushältst, dann ist das vielleicht irgendwie spiritueller oder besser, wie auch immer. Oder solange ich noch den Schmerz als Schmerz spüre, bin ich noch nicht frei. All das sind Konzepte. Aber diesen nackten Schmerz zu spüren, einfach hier zu sein mit Schmerz, darüber kann ich nichts sagen. Ich weiß nicht, wie Schmerz ist. Ich kann nur Schmerz sein im Moment, aber ich kann nichts dazu sagen. Und alles, was ich dazu sagen würde, wäre einfach eine Geschichte, was nichts mit Schmerz zu tun hat. Das stimmt, ja. Ja, das stimmt. Schmerz ist Schmerz. Gell? Das ist, frag mal ein kleines Kind, was ist Schmerz? Oder was ist Weinen? Oder frag mal ein Kind, wie ist die Farbe Rot? Das wollte ich angucken. Hä, was fragst du mich, was Farbe Rot? Rot ist Rot, oder? Und wenn ich traurig bin, bin ich traurig. Punkt. Das hat noch keine Geschichte dazu. Erst später weiß das, okay, wenn ich traurig bin, Mama mag das nicht so, wenn ich traurig bin oder wütend, also lasse ich das oder versuche mich irgendwie anders zu verhalten. Aber ein Kind ist völlig unschuldig, das weiß nichts. Das sagt einfach, das tut weh, aua. Punkt. Das ist Freiheit. Ja, diese Freiheit, dass da tauchen Rückenschmerzen auf und was auch immer da geschieht, wie damit umgegangen wird, das ist sowas egal. So egal. Spielt keine Rolle. Du kannst nur das tun, was da gerade eben getan wird. Und du kannst nichts verpassen. Du kannst es niemals falsch machen, nichts verpassen, weil es geschieht immer das, was geschieht. Mich hat gestern ein junges Mädchen angerufen, das kommt jetzt einfach gerade, die, in Wirklichkeit ist die auch so unschuldig und doch hat sie auch einen starken Verstand und da kämpft sie immer und die möchte immer hingucken und dann hat sie mit mir gesprochen und dann sagt sie, sie spürt so viel Druck, weil sie müsst jetzt wissen, was ihr Wochenende macht mit ihrer Freundin. Das ist, dann habe ich gesagt, klar, das,
So funktioniert die Gesellschaft. Wir müssen wissen, was morgen ist, übermorgen, nächste Woche, muss man einfach wissen. Und dann habe ich ihr, zu ihr gesagt, hey, kannst du es wirklich wissen, ob du nächste Woche mit deiner Freundin Lust hast, wegzugehen? Dann hat die sich schier totgelacht und hat gesagt, wie soll ich denn das jetzt wissen? Dann habe ich gesagt, that's it. Genau, wie willst du jetzt wissen, ob du nächste Woche Lust hast, mit der Freundin wegzugehen? Eigentlich so logisch und doch so, wie es funktioniert, wie die Welt des Lebens anscheinend funktioniert. Und es kommt alles nur von hier oben, dass wir alles festmachen und wissen müssen, was morgen ist und übermorgen und wie ich zu sein habe und was ich da schon sagen muss. Und wie eng und festgelegt. Und wenn nächste Woche Weggehen dran ist, dann kann die gar nicht anders, wie dass sie kann es nicht verpassen, weil es wird geschehen. Es wird geschehen, auch wenn sie es jetzt nicht weiß. Dieses natürliche Dasein ist so entspannt, so weit, so frei, dass wir dann echt, also, nur noch entspannt sind. Das ist ja furchtbar. Mann, Mann. Und in dieser Entspannung taucht auch Anspannung auf. Klar. Oder Bauchweh. Und das ist entspannte Anspannung. Okay? Weil die Entspannung ist immer schon hier. Die kannst du nicht üben und die musst du nicht üben, weil sie schon da ist. Versuch da nicht irgendwie ranzukommen, weil das ist zu viel. Die ist schon da. In dem Moment, wo er, jetzt ist wurscht egal, ich kapiere das nicht, da könnt's plötzlich, kommt manchmal sowas wie, ist ja schon hier. Weil so eine Aufgabe, so ein Aufgeben passiert. Von dem da, ich verstehe es gar nicht, jetzt ist mir das echt egal. Und dann. Der Verstand, der macht immer wieder so dran rum, wenn der gehört wird, diese große Weite, und in dieser großen Weite taucht was auf. Ja. Und dann kommt so die Frage, ja, dann gibt es doch zwei große Weite und was Spezifisches, was auftaucht. Und eigentlich gibt es doch keine zwei. Mhm. Ja, das ist eigentlich das, was so. Mhm. Das ist eine schöne Frage. Mhm. Wow, die ist riesig, die Frage, da könnten wir ganz viel. Ah, die ist toll, die Frage. Gibt es etwas, was nicht das Sein ist? Wenn wir von Gedanken sprechen oder von Gefühlen oder was, Körper, die da auftauchen, ist da etwas, was nicht Sein ist? Das kann nicht sein. Nein, das kann nicht sein. Gell? Ja. Wenn alles eins ist, muss dieses auch dieses eine sein. Ja. Wie ist das? Aber dann gibt es immer nur das, was ist. Und, aber dann gibt es den großen Raum nicht und etwas. Nee, es. Also, es war nicht doch ein. Jetzt hast du mich überredet.
ich versuche es mal darzustellen, dieses eine als Ozean. Das hilft mir einfach, dieses Bild, um das zu erklären, weil eigentlich kann man es nicht erklären. Also, der weite Ozean, der unendlich weit und tief, gell, da gibt es keinen Anfang und Ende. Mhm. Gut. Der Ozean, der ist jetzt einfach still. Still, tief. Der kriegt selber nicht mit, dass er ist. Der kann nicht wissen, dass er Ozean ist. Mhm. Fertig. Der weiß nichts. Er ist Ozean. Okay. Wie kann er wissen, dass er Ozean ist? Wie kann er eine Erfahrung machen? Wie kann er sagen, wow, so eine Weite? Indem an der Oberfläche Wellen da sind und Wassertropfen, die sich da so erheben und quasi sich so formen und wie eine separate Form bilden. Jetzt stell dir mal vor, ein Wassertropfen, der sich so raushebt aus dem Ozean. Der ist mal für einen Moment aus der Einheit draußen und ist separat und sagt, wow, ich bin ein Wassertropfen, ich bin etwas Eigenständiges. Ich bin jemand. Und blickt rund und sagt, oh, ich sehe mich so nach dieser Einheit, nach diesem Einsein, wenn ich nur endlich Wasser wäre, wenn ich diese Unendlichkeit wäre. Schwupp, weg ist er. Und dann weiß er nichts mehr. Weg ist diese Separation, dieses Erkennen von etwas. In dem Moment, wo er separat ist, jetzt erkennt er sich als, ach, ich bin auch Wasser. Erkennt seine Natur und das kann als Emotion auftauchen, das kann als Körper auftauchen, nämlich als Wassertropfen, kann als Gedanke auftauchen. Schwupp, taucht es ab. Wo ist es jetzt? Und was ist die Substanz von dem Wassertropfen? Wasser. Wasser. Gibt nichts anderes wie Wasser. Es gibt nur Ozean. Das heißt, damit wir... Nee, andersrum. Damit das Sein sich irgendwie erfährt, spielt es. Das spielt einfach Burgen zu bauen und Wassertropfen zu bilden. Und ich tue mal, wie wenn ich kurz weggehe von daheim, von mir selber. Und ich spiele, ich bin jemand, ich bin ein Mann, ich bin ein Mann, ich bin eine Frau, ich bin ein Kind, ich verliebe mich und so weiter. Und spielt und sagt, oh Gott, ich habe mich verloren, ich möchte wieder nach Hause zurück. Und dann geht es überall hin und sucht, mein Gott, das bin ich nicht, das bin ich nicht, das bin ich nicht. Bis der Wassertropfen, bis dieses Ich zurückfällt in den Ozean und sagt, mein Gott, ich bin ja schon immer hier, ich war gar nicht weg. Aber kriegt er das dann noch mit? In dem Moment, dieser Moment, hier, wenn das in der Tropfen ist, dieser Moment, wo es eintaucht, kriegt er es mit, weil er gerade damit in Berührung kommt. Und wenn es sich auflöst, wer kriegt es mit? Ist ja niemand. Deshalb diese Freiheit, diese absolute Freiheit, die ist für niemanden. Niemand hat was davon. Die ist frei. Ist aber ja nicht nur so, wenn es jetzt ein separater Wassertropfen ist. Ja. Also sagen wir mal, eine Emotion. Ja. Ist ja auch das Sein. Also es müsste nicht erst ein Ozean fallen. Nee, ich sag ja nur, das kann sich, ich habe nur das Beispiel gemacht, das kann sich ja nicht ewig halten als separates, sondern in jedem Moment ist ja. Weißt du, das ist das Spiel nur. Wenn jetzt gerade ein Gedanke auftaucht und diese Zusammenziehung da ist, wird geglaubt, ich bin getrennt. Das ist ja nur ein Moment. Und schon ein neuer Moment, ich bin wieder getrennt. Ich bin immer noch getrennt. Das ist immer nur ein Moment. In Wirklichkeit geschieht hier nichts. Du bist immer schon dieses eine. Das spielt so verrückt mit sich selber.
mit sich selber und weiß aber auch nichts davon, oder? Nee, das weiß nichts. Also davon. Ohne Sinn und Zweck und ohne Überlegen. Einfach nur spielen. Aber ja. Nicht so, wie jetzt sich im Verstand Spielen vorstellt. Auch so, wie also, der Verstand sich Spielen vorstellt. Alles, alles beinhaltet dieses Spiel. Alles, auch wie Verstand sich Spielen vorstellt. Das beinhaltet schon, aber das geschieht aus sich selbst heraus, genau. Ohne... Wenn ich im Verstand denke und dann sage ich, ich spiele. Da ist niemand, der im Verstand denkt, sondern da ist einfach nur Gedanken, die auftauchen. Mhm. Ja, deshalb, es spielt halt. Es spielt halt. Und deshalb Hingabe, die über dich hinausgeht, weil der Wassertropfen gibt sich immer wieder selber hin. Wasser gibt sich an Wasser hin. Kann nicht anders. Gell? Er kommt immer heim zu sich selber. Der kann nicht getrennt sein. Hast du schon mal einen Wassertropfen gesehen, der in der Luft hängen bleibt? Geht nicht. Der muss zurück. Und so taucht jeder Gedanke wieder zurück, da wo er herkommt. Und wo kommt er her? Von dem. Ich bin noch nicht zufrieden. Okay. Nochmal. Es ist so ein Beispiel, das mir jetzt gerade einfällt. Es ist, war immer wieder mal möglich, so wenn wir zusammen unseren Privattreffen haben, dass so gesprochen wurde, was gerade ist, was sich gerade wie anfühlt. Oder also auch solche Dinge wie zum Beispiel Gier oder Widerstand. Und dann war es öfters möglich zu sehen, dass das schon ist, also auch die Gier. Aber die braucht ja gar nicht erst zurückzufallen, oder, um zu sehen, dass es also das genauso köstlich ist wie ein angenehmes Gefühl. Also genau. Es ist alles so genau. In sich erfüllt. Oder? Genau. Weißt du, wenn ich spreche von Zurückfallen, das ist einfach nur dieses Bild, vergiss es okay. Wieder. Das ist ein Konzept, das ist einfach nur um... vielleicht was rüberbringen zu wollen, was sowieso nicht gesprochen werden kann. Mhm. Da fällt nichts zurück. Natürlich fällt da nichts zurück, weil da taucht auch nichts auf letztendlich, weil es ist einfach das, was ist, Punkt. Mhm. Gell? Und um das irgendwie vielleicht besser zu erklären, dann wird es aufgeschlüsselt und dann scheint es, da geht was weg und fällt dann wieder zurück. Das ist letztendlich Bewusstsein. Und das ist bereits wie eine Trennung, wie der Wassertropfen eben, der rausgeht, wenn ich mir meiner selbst bewusst bin, dann ist das auch wie eine Trennung. Ich kann quasi auf mich schauen und mir bewusst sein, dass ich frei bin, bla bla. Aber das scheint zwei zu sein. Aber dieses Absolute ist, es kann sich selber nicht erkennen. Deshalb hat es nichts von sich. Das hat nichts von dieser Freiheit. Das hat nichts von Erleuchtung. Was soll denn das? Das gibt's gar nicht. Ist einfach nur das, was ist. Mhm. Okay. Dankeschön. Gar nicht. Aber für den Verstand sind diese Worte sehr wohl interessant, Freiheit oder Erleuchtung oder was auch immer. Und dann tut er quasi so einen separaten Gang wieder machen, so eine Reise und sagt, okay, was hat die da gesagt, was wird da gesprochen? Okay, ich finde es, ich bemühe mich. Und dann eben ist wieder dieses Ich, wo da sich bemüht und macht und sich anstrengt und glaubt, ich muss irgendwie spiritueller werden und stiller werden und ich sollte keine Gedanken haben. So, das ist dann wieder diese Reise, die da gemacht wird. Und es scheint, wie wenn da jemand weggeht von diesem einen. Aber in Wirklichkeit geschieht es immer jetzt gerade im Moment, dass da scheinbar jemand sich bemüht.
Es ist so einfach. Weil es schon da ist. Das, nach was gesucht wird, ist bereits hier. Da kommt nichts raus, da kommt nachher nicht mehr raus, sondern das ist es hier. Puff, genau. Und das will der Verstand niemals hören. Weil dann wäre offensichtlich, dass jede Bemühung umsonst wäre. Und der könnte sich auch angegriffen fühlen, gell? So nicht ausgenommen fühlen, verletzt fühlen. Und es erfordert auch Mut manchmal, sich dem auszusetzen. Auch dem, was da jetzt, weiß nicht, wenn es der eine oder andere berührt oder vielleicht sogar auch gerade verletzt, das erfordert wirklich Mut, sich dem auszusetzen, das mitzukriegen. Und man kann sofort gehen und sagen, das will ich überhaupt nicht, das ist so unangenehm, das will ich nicht. Lieber drehe ich wieder eine Runde und nochmal eine Runde und beschäftige mich mit irgendwelchen Konzepten. Oder ich traue mich mal, einfach mal zu bleiben, diesem, was da gerade wahrgenommen wird. Ich habe ja vorhin irgendwie mal gesagt, wenn man es sich selbst nicht mehr recht machen muss, das hat sowas. Wir sind ja immer darauf aus, irgendwie, wir wollen uns wohlfühlen und gut fühlen, das haben wir auch alle gelernt, danach zu gucken und was unangenehm ist, das müssen wir nicht aushalten, stimmt ja auch alles. Und das könnten solche Momente sein, die einfach unangenehm sind. Mitzukriegen, was, ich kann nichts machen und ich habe mich so bemüht und ich strenge mich so an. Und tiefer liegend ist diese Freiheit, diese Entspannung, von der ich jetzt immer wieder gesprochen habe, die schon da ist, diese Entspannung, dass du gar nichts machen musst, dass schon alles hier ist, nach dem, was du dich sehnst, dass es bereits hier ist. Und das Leiden hört in dem Moment auf, wo das gesehen wird, wo einfach diese Bemühung abfällt, wo diese Suche einfach aufhört. Also wenn alles sein ist, alles, ich weiß jetzt nicht mehr, was ich wollte. Bleib mal bei dem gerade, dass du es nicht mehr weißt, was du sagen wolltest. Bleib mal nur da gerade dran, dass es weg ist. Wie ist das? Ja, es ist so Verzweiflung da, so ich will das wissen. Was, das ist es ja genau, weißt du? Es ist alles, also es ist schon alles so, wie es ist. Und jetzt?
Und da ist gerade die Einladung, gell? Dass die Frage wie weggetaucht ist und diese Einladung an und jetzt gerade? Ja. Und wenn selbst diese Frage gerade nicht mehr da ist? Okay. Keine Ahnung. Genau. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Und braucht es eine Ahnung jetzt gerade? Braucht es eine Ahnung, um zu sein? Nein. Schau, wie direkt gerade. Das ist gerade geschehen. Ja. Dass es dir direkt so dich küsst und dir zeigt, hey, atme. Ja. Braucht es das nie? Niemals. Niemals. Nie, nie. Noch nie gebraucht. Noch nie gebraucht. Noch nie gebraucht. Der ist unglaublich. Gell, merkst du gerade, wie das könnte zittern, das könnte alles zusammenbrechen, gerade dieses, was, das, es braucht nichts. Die Frage muss niemals nochmals wiederholt werden. Und die darf wiederholt werden, ja. Oder was auch immer, gar nicht. Keine Ahnung, es ist gerade irgendwie so wie, Gott, was mache ich jetzt? Genau, und trau dich gerade, von dem Moment habe ich gesprochen, trau dich mal, dich dem auszuliefern. Da ist ja niemand, der sich dem ausliefert. Und trotzdem diese Hingabe, oh Gott, was mache ich jetzt? Und da passiert nichts. Da ist einfach nur der Wassertropfen, dieser Gedanke, oh Gott, eine Emotion und dieses, das System, irgendwie das vibriert, das berührt wird gerade. Brauchst keine Angst haben. Das Leben geht weiter. Es wird weiter geatmet. Schon immer. Und schon wieder. Immer öfter. Das ist richtig frech, das Leben. Das braucht dich gar nicht. Das lebt einfach weiter und schon immer. Und schon vorher, vor dir, bevor da so ein Ich entstanden ist, lebt es schon. Ja, das ist absolut frei. Also ich meine, es ist einfach frei. Also ich meine, ja, es ist. Ja, das ist schön. Jetzt ist das Mikrofon schuld. Heißes Mikrofon. Ne? Gut.
Schau, wir sind nur aus diesem Grund zusammen, dass diese Kontraktion sich ausdehnt in die Unendlichkeit. Eigentlich ist es nur eine, also was Energetisches, was, und das, was kontrahiert ist, was zusammengezogen ist, ist nichts anderes, was ausgedehnt ist. Das tut ja nur spielen. Und nur das passiert eigentlich, dass es so macht. Bis in jede Zelle rein, bis in jede Körperzelle. Einfach nur so. Ich würde gerne nochmal dieses Nichts ansprechen. Ja. Ich war ja am Anfang da, ja. Jetzt lange gar nicht. Ja. Und irgendwie möchte ich da mal was zu sagen. Ja. Haben Sie, also ich habe dieses Nichts mal erlebt, ne? Ja. Dass ich ein Nichts war. Ja. Und zwar wirklich, ich hatte einen Unfall und bin ganz auf dem Kopf auf den Betonboden geschlagen. Mhm. Blut lief, ich habe das gar nicht als Blut erkannt. Also ich bin dann erstmal in der Tiefe, in das Schwarze, in so ein schwarzes Loch gefallen. Mhm. Wie als wenn ich einschärfe, also irgendwas mhm. weg. Und bin wach geworden, habe das Blut gesehen und habe gedacht, was ist das denn? Also Farbe, oder, also ich habe das nie als mein Blut identifiziert. Mhm. Ich wusste nicht mehr, wie ich heiße. Ich wusste nicht, wo ich war. Also ich hatte so ein Gefühl, ich bin das ja, ne? Also ja. Ich konnte auch aufstehen, ja. Das lief, ich hatte auch keine Schmerzen, ich habe mich an nichts erinnert. Also der Kopf war wie nichts, ja. Da war nichts. Also ich habe nur, das Einzige, woran ich mich erinnere, war, dass mein Bus wirklich mich total ein Gefühl, dass ich mich so frei und glücklich mhm. gefühlt habe, irgendwie so nichts mehr mhm. wissen. Ich bin dann auch raus, habe die Häuser gesehen, habe nichts erkannt. Ich habe zwar Häuser gesehen, aber mit nichts in Verbindung gebracht. Mhm. Also, ja. Das war schon ein wunderschöner Zustand. Also, muss ich immer wieder dran denken. Mhm. Alle anderen haben dann gesagt, ja, du hattest einen Wasserverlust. Ich war in Indien damals. Ja. Ne? Ja. Aufgrund von so wenig Wasser trinken ja. und Ausschwitzen und ja. Durchfälle hatte ich einen Wasserverlust und war nahe daran. Also die anderen haben alle gesagt, wie entsetzlich, schrecklich. Ja. Ich selber habe das überhaupt nicht so empfunden. Ne? Ja. Also ich war wie frei. Genau. Weil sie aus dem Buch geschrieben hat, ja. Das absolute Frei, absolute ja. Frei sein. Genau. Ich habe mich in diesem Zustand, wo alle anderen sagen, boah, stirbst ja fast, ich habe mich absolut frei gefühlt. Genau. Also, ja. Die kam natürlich nachher alles zurück. Ja. Ich wurde im Krankenhaus gefahren, dann kam auch der Schmerz. Mhm. Und dann war ich wieder beladen, da habe ich mich so beladen. Mhm. Aber diese Momente, boah, deswegen interessiert mich auch. Ja. Haben Sie sowas auch mal erlebt? Oder wie kommen Sie überhaupt nicht mit Sie darüber zu schreiben? Also, wie kommen Sie denn? So. Ja, jetzt haben wir 3:30. Also ich weiß nicht, haben wir noch ein paar Minuten? Ja. Ganz kurz? Ja. Ja. Okay. Okay.
Ich hatte keinen Unfall, gell? Ich habe das so nicht erlebt, aber ich hatte solche Zustände immer wieder, eben die auch frei waren und ich los, wo einfach niemand da war. Ja. Und die haben einige Tage angedauert und dann kam auch wieder dieses Ich zurück, diese Begrenzung, dieser Schmerz, dieses Wissen über all das, die Mariana, die ihre Geschichte hat, die da und dahin gehört und so weiter. Bis es irgendwann einfach klar war, dass da niemand und nichts ist und weißt du, dieses Kommen und Gehen aufgehört hat, sondern es ist klar, es gibt nur dieses, diese Freiheit, die immer hier ist. Das ist absolut. Absolut. Und Intensität, je mehr später mehr. Ja, ja. Danke. Danke auch. Eben, du sagst, du hast Häuser gesehen und du hast nichts gewusst über Häuser. Du hast Blut gesehen und du hast nichts gewusst über Häuser. Ja. Schau, das ist es, wie ich vorhin zu dir gesagt habe mit dem Schmerz. Wenn da kein Wissen darüber da ist, einfach nur das, was ist, diese Freiheit. Und wir glauben, wir müssen wissen, wie es geht. Und wir müssen diese Dinge benennen können. Aber so eine Freiheit, einfach so unschuldig da sein. Aber hier kommt man gleich, wie kommt man denn jemals wieder nach Hause, wenn man gar nicht sicher weiß, wo man ist? Weißt du, das passiert sowieso, dass das Sein dahin geht, wo es hingehen soll. Vielleicht geht es mal nicht da nach Hause. Könnte passieren. Puch, aber das ist einfach perfekt. Weißt du, das ist so perfekt, dass es mit diesem Körper so funktionieren kann. Ohne Wissen, dass es trotzdem nach Hause findet. Und dass ohne Wissen es an der roten Ampel hält. Und manchmal auch nicht. Aber normalerweise tut es das. Und auch oft nicht. Aber das funktioniert. Schau, wie kommt es, dass wir jetzt hier sitzen. Da ist niemand, der das gemacht hat. Da ist einfach niemand gekommen. Ja, also perfekt, oder? Schön, mit euch darüber zu sprechen. Ich liebe das. Ich liebe das einfach. Das mit anderen Menschen zu teilen, das ist schön, darüber zu diskutieren und auch das zu spüren, was dann so, ich finde es so lebendig. Ja, danke. Namaste. Namaste.